Wir sehen uns auf reitschuster.de. Wo leben wir eigentlich? Was ist aus unserem Land geworden? Haben wir denn gar nichts aus der Geschichte gelernt? Da ist eine der wesentlichen Lektionen aus ganz unterschiedlichen Epochen, dass man Menschen nicht aufgrund zum Beispiel von biologischen Faktoren unterteilen darf, ihnen unterschiedliche Rechte geben darf. Das sollte mittlerweile in unserer DNA sein. Und was machen wir? Wir machen genau das Gegenteil. Das heißt, die Politik macht das, die Medien befeuern das mit einem Hurra-Patriotismus, der an verrückte Zeiten in der Geschichte erinnert. Das Jüngste, wie gestern Gesundheitsminister Spahn verkündete, hält er das für völlig in Ordnung, wenn Nicht-Geimpfte, wenn sie in Quarantäne müssen, wenn die keine Lohnfortzahlung mehr bekommen, so als ob die aus Vergnügen in Quarantäne gehen würden. Ich erinnere nochmal daran, dass die Einteilung von Ländern in sogenannte Hochinzidenzgebiete oft sehr schnell, sehr unerwartet geschieht und dass deshalb viele Leute das vorher auch überhaupt nicht planen können. Und wer nicht geimpft ist, der hat dann einfach Pech gehabt. Ätschi bätschi, kein Geld mehr. Ja, warum soll das die Allgemeinheit bezahlen? Ja, wo sind wir denn bitte? Es ist noch schlimmer in Österreich. Ich konnte das kaum glauben. Da gilt jetzt ab 15. September eine Neuregelung, dass ab einer gewissen Belastung der Intensivstationen, ich glaube 10% mit Covid-19-Patienten, müssen Nicht-Geimpfte eine FFP2-Maske tragen in bestimmten Einrichtungen, da wo man bisher eine normale Maske tragen musste. Die Geimpften, die sollen zwar eine FFP2-Maske tragen, müssen das aber nicht, die können mit einer normalen Maske dann dorthin. Das heißt, man sieht jetzt äußerlich auf Anhieb, ob jemand geimpft ist oder nicht. Und es gab ja bisher schon immer wieder Fälle von Aggressionen, von Anfeindungen, von Ausgrenzungen gegenüber Nicht-Geimpften. Und jetzt gibt es in Österreich dann faktisch eine äußerliche Markierung. Ja, merken wir denn gar nichts mehr? Ja, haben wir denn gar nichts aus der Geschichte gelernt? Ich gehe jetzt nicht in den Teil der Geschichte, an den jetzt die meisten denken würden, den lasse ich mal außen vor, aber ich gehe noch viel weiter zurück und auch in andere Epochen. Ausgrenzung von Menschen aufgrund biologischer Merkmale. Da haben wir Antidiskriminierungsstellen, da haben wir Erziehungspunkte, da wird das immer als das Allerheiligste unserer Gesellschaft hingestellt und dann gibt es einmal eine Bewährungsprobe und wir fallen durch mit Ach und Krach. Wir treten auf die gleichen Mistgabeln wieder. Die Ungeimpften werden schikaniert nach Strich und Faden. Herr Spahn stellt sich dann hin, sagt auf der Bundespressekonferenz, natürlich ist das die freie Entscheidung von jedem. Herr Spahn, schämen Sie sich nicht? Halten Sie die Wähler, die Menschen wirklich für so dumm? Und liebe Wähler, liebe Menschen, Sie können für das Impfen sein, Sie können gegen das Impfen. Und an dieser Stelle hat sich sogar der Akku geweigert. Ich zum Beispiel, ich bin für das Impfen, ich bin so gegen ziemlich alles geimpft, gegen das man sich impfen lassen kann. Nur bei einer Impfung, die ganz neu ist und die noch wenig geprüft ist, da habe ich gewisse Bedenken bei einer Impfung, bei der selbst der SPD-Spitzenkandidat sagt, die Geimpften seien Versuchskaninchen. Jeder muss das selber entscheiden in meinen Augen und es läge mir fern, da irgendjemand in irgendeiner Weise auszugrenzen. Aber die Politik macht das. Herr Spahn ging noch weiter gestern auf der Bundespressekonferenz. Er sagte, wenn jemand von seinen Angehörigen oder seinem Partner infiziert würde, weil irgendjemand in einer Pflege- oder Krankeneinrichtung nicht geimpft ist, das würde ihn wütend machen. Herr Spahn, Sie schütten Öl ins Feuer. Die Gesellschaft ist auch so gespalten. Sie haben sie schon massiv gespalten und dann noch solche Aussagen machen und sich dann später wieder unschuldig hinstellen und sagen, wir sind gegen diese Spaltung. Ich finde da wenig druckreife Worte, um zu sagen, für was ich so ein Verhalten halte von Ihnen. Ich will Ihnen mal zugute halten, dass Sie wahrscheinlich ein Getriebener sind, das hoffe ich, dass Sie nicht von Haus aus hier eine gute Absicht haben, dass Sie sich hier verrannt haben. Aber bitte besinnen Sie sich auf die Geschichte. Hören Sie auf, die Menschen gegeneinander aufzuspalten. Dieser Appell geht an alle, an die Kollegen, die Journalisten, also an die Politiker. Hört auf mit diesem
Öl ins Feuer gießen, hört auf, Ungeimpfte wie Menschen zweiter Klasse zu behandeln, hört auf, die Kinder zu instrumentalisieren und mit den Kindern zu rechtfertigen, dass es einen massiven Impfdruck gibt. Gott sei Dank sind Kinder wirklich ganz, ganz wenig betroffen von Covid-19. Einzelne Fälle gibt es, aber das ist fast schon Missbrauch von Kindern, wenn man jetzt die Kinder hier vorschützt. Und mich macht das wirklich betroffen, weil hier ganz massiv eine Gesellschaft auseinandergetrieben wird. Ich habe schon Berichte gehört, wie Ungeimpfte sagen, sie fühlen sich wie Menschen zweiter Klasse. Erst jetzt wieder ein Bericht, jemand in einer Kantine, der dann nicht bei den anderen sitzen darf. Es gibt ganz viele solche Erzählungen. Was machen wir da? Das ist soziales Gift. Das ist psychisches Gift. Das macht die Menschen auch krank. Und das darf wirklich nicht sein. Wer sich impfen lassen will, bitte sehr gerne, wunderbar. Aber wer sich nicht impfen lassen will, der darf nicht ein Mensch zweiter Klasse sein. Und die Politik darf nicht so viel lügen. Mich macht das fassungslos, was wir hier erleben. Und ich bitte wirklich alle Befürworter dieser Impfung, Gegner dieser Impfung, diejenigen, die Corona-Politik für richtig halten, diejenigen, die sie für falsch halten, mäßigen, aufhören mit dieser massiven Spaltung. Wo ist die Mitte? Wo sind die Vernünftigen? Warum hört man davon so wenig in den Medien? Warum sind sie in der Politik so wenig zu hören? Und diese Lautsprecher, diese Corona-Heulbojen, wie Oskar Lafontaine den Herrn Lauterbach nennt. Und ich habe den ja persönlich der Bundespressekonferenz erlebt. Und ich würde ganz ehrlich sagen, wie soll ich das diplomatisch sagen? Es ist niemand, der im normalen Leben jetzt hier in irgendeiner Form mein Vertrauen haben würde. Und medial wird der hochgejubelt, als sei er hier der Messias, der Verkünder der Wahrheiten. Und umgekehrt werden Leute wie Professor Bhakti zum Teufel gemacht. Sie werden diabolisiert. Da stimmt doch irgendetwas nicht. Da ist doch irgendetwas sehr, sehr merkwürdig. Ich kann Ihnen keine Wahrheit bieten. Ich weiß es nicht. Ich sehe nur, und Karl Kraus hat das ja wunderbar gesagt, dass etwas falsch ist. Karl Kraus sagte, man braucht kein Huhn sein, um zu merken, wenn ein Ei faul ist. Und dass hier irgendetwas schief geht, dass hier sehr, sehr viel nicht logisch ist, da braucht man kein Virologe zu sein. Ich habe das gestern im Video über die Bundespressekonferenz analysiert. Sorry für diesen Schrei. Es ist wirklich ein Schrei, dieses Video. Entschuldigung, dass es auch emotional wurde. Aber ich finde das einfach unerträglich, was hier geschieht. Mit dieser traurigen Note. Alles Gute. Danke. Nicht unterkriegen lassen. Toi, toi, toi. Wie auch immer Sie sich entscheiden. Wie auch immer Sie das Ganze sehen, bleiben Sie Mensch, lassen Sie sich nicht aufhetzen. Sehen Sie in Ihrem Mitmenschen nicht den Geimpften oder den Ungeimpften, sondern einen Mitmenschen. Vielen Dank, alles Gute, ciao. Ja, und das habe ich noch vergessen, das hat mir eine Psychologin gesagt auf dieser Demonstration in Berlin vor anderthalb Wochen. Sie sagte, dass eben das ganz schlimm ist, dass man den Kindern schon beibringt, sie seien eben in erster Linie Krankheitsquellen und sie seien eine Gefährdung für andere, dass das massive psychologische Schäden hervorrufen kann, sagt sie. Und ja, diese traurige Note, die musste ich noch unterbringen. Alles Gute, danke, ciao. Ein Backstage gibt es diesmal auch nicht. Dazu ist das Thema zu ernst. Als kleines Backstage noch etwas, worüber ich heute auch geschrieben habe, dass gestern ein Journalist auf der Bundespressekonferenz ja den Herrn Spahn da animierte, sagte, ob nicht die Organisationen das öffentlich machen sollen, zum Beispiel Krankenhäuser und Pflegeheime, wie hoch die Impfquote ist. Ich machte dann die Probe aufs Exempel, fragte in der Regierungssprecherpressekonferenz Angela Merkel, Sprecherin Fietz, ehemalige Fokuskollegin von mir, wie hoch die Impfquote in der Regierung ist. Sie konnte es nicht beantworten. Nein, die Regierung ist kein Pflegeheim und auch kein Krankenhaus, ganz klar, nicht völlig vergleichbar. Aber wer sich so hinstellt und so da die Datennacktheit predigt, der sollte auch gewisse Maßstäbe an sich anlegen lassen. Das heute anstelle eines Witzes. Man kann es auch als Witz sehen. Alles Gute, danke, ciao.